Ja, hallo allerseits. Morgen um 11:02 Uhr findet die Wintersonnenwende statt und ich habe heute Morgen mit Christopher Weidner in der Geheimnisakademie wieder ein kleines Adventstreffen abgehalten. Schau dir dieses Video gerne an, wenn du Zeit hast. Da haben wir ein wenig über die Wintersonnenwende schon philosophiert und dabei ist mir aufgefallen, dass die Wintersonnenwende sehr, sehr viel mit dem Gehängten zu tun hat, den ich hier mal in der Version von Jodorowsky und Camion aus dem Marseillais Tarot hier bereitgestellt habe, weil es eigentlich am schönsten die astrologische Qualität der Wintersonnenwende darstellt. Nochmal zur Vergegenwärtigung: Was ist die Wintersonnenwende? Sie findet immer so zwischen dem 20. und 22. das Jahr Dezember statt. Es ist astrologisch gesehen der Moment, wo die Sonne das Tierkreiszeichen Steinbock betritt. Das ist, wie gesagt, jetzt morgen um 11:02 Uhr der Fall. Für uns bedeutet das auch den Beginn des auf jeden Fall astrologischen Winters. Und es bedeutet für uns auch, dass die Tage jetzt wieder länger werden, denn die Wintersonnenwende symbolisiert auch immer den dunkelsten Punkt der Nacht, bevor es wieder hell wird. Deswegen wird wahrscheinlich auch das Weihnachtsfest in dieser Zeit gefeiert, denn Christus ist ja unser Lichtbringer, wenn wir Christen sind. Auch andere Menschen, andere Völker haben an diese Zeit ihren Lichtgott gerne gefeiert, zum Beispiel die Römer mit ihrem Mithraskult. Es kann sogar sein, dass das christliche Weihnachtsfest in dieser Zeit gefeiert wird, weil damals das Fest des Mithras sehr, sehr beliebt war um diese Zeit. Aber auch in anderen Kulturen ist die Wintersonnenwende sehr wichtig. Im keltisch-germanischen symbolisiert sie den Eingang in den Winter, teilt das Jahr quasi in zwei Teile. Wir haben diese Zeit jetzt und dann haben wir die Zeit, die dann mehr im Sommer gefeiert wird, den Höhepunkt, wenn die Nacht am kürzesten ist zur Sommersonnenwende. Von daher, ja, alles wichtige Dinge, die in dieser Zeit zusammenfallen. Warum der Gehängte? Warum verbinde ich den mit der Wintersonnenwende? Und vielleicht hat das ja sogar auch gerade jetzt was mit unserer Zeit zu tun, denn die meisten von euch wissen ja, morgen ist nicht nur Wintersonnenwende, sondern auch am Abend gegen 19:20 Uhr haben wir die berühmte Konjunktion von Jupiter und Saturn im Wassermann. Diese Konjunktion, die, ja, die wird ziemlich gehypt. Ich muss gestehen, ich bin da auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin wirklich der festen Ansicht, dass das nicht bedeutet, dass wir jetzt in das Wassermann-Zeitalter eintreten oder dass, ja, was weiß ich, dass das der Stern von Bethlehem ist, der hier wiederholt wird. Es geht vielmehr darum, dass wir nach einer sehr erdigen, sehr krisenbelasteten Zeit nun in eine Qualität kommen, die stärker luftbetont ist. Das heißt aber überhaupt nicht, dass jetzt alles leichter wird. Es wird sich vielleicht etwas entspannter anfühlen als immer nur Erde, Erde, Materie, Materie. Aber wir müssen dennoch weiter unsere Hausaufgaben machen. Und für manche unter uns wird das unter dem Einfluss der Zeichen der beiden Planeten im Wassermann anstrengender sein und für manche leichter. Auf jeden Fall geht es jetzt aber um andere Dinge. Woran ich wirklich ganz fest glaube, und das bahnt sich ja auch an, ist, dass das Troubleshooting, sag ich jetzt mal, was unter Steinbock passiert ist, jetzt besonders in den letzten 3 Jahren und vor allem im letzten Jahr, wo immer mehr herausgekommen ist, da passt es nicht, da passt es nicht, da passt es nicht und da passt es auch nicht. Ja, dass jetzt in der Zeit, wenn wir die Betonung von Wassermann haben durch Saturn und Jupiter, dass es andere Lösungen gibt, dass es neue Ansätze gibt, die Probleme zu lösen, durchaus auch unter Einfluss von Technik, denn Wassermann ist das wissenschaftlich-technische Zeichen. Und auch das macht mir etwas Hoffnung. Saturn im Wassermann bedeutet auch, dass Fake News vielleicht ein bisschen mehr hinterfragt werden.
der anderen Seite wird Jupiter im kommenden Jahr dann auch in die Fische gehen. Das ist wieder vielleicht ein Hinweis darauf, dass Fake News dann doch wieder ziemlich aktuell sind. Aber wissenschaftliches Denken sollte uns allen, daran sollte uns allen gelegen sein, beziehungsweise nicht nur zu glauben, sondern auch zu hinterfragen, ist definitiv etwas, was wir uns alle auf die Fahne schreiben sollten, meiner Ansicht. Ja, jetzt komme ich endlich zum Gehängten. Der Gehängte und die Wintersonnenwende. Wir hatten vorhin das Thema, dass es bei der Wintersonnenwende auch Bräuche gibt, wo man Dinge umgedreht tut. Zum Beispiel, so hat Christopher erzählt, soll man die Wohnung rückwärts aufkehren, damit das vielleicht in irgendeiner Form sauberer wird. Oder man soll sich umgedreht ins Bett legen in der Nacht der Wintersonnenwende, um auf der Gegenseite dann zu erkennen, welcher Liebste in der Zukunft auf einen zukommt. Wenn man Single ist, denke ich, macht man das am ehesten. Und überhaupt geht es darum, die Dinge umgekehrt zu betrachten. Auch, ich habe gerade den Mithraskult erwähnt, auch die Saturnalien der Römer, die fanden in dieser Zeit statt, in der wir uns jetzt gerade befinden, um die Wintersonnenwende herum. Und die Saturnalien sind auch ein Fest, wo alles Kopf steht. Die Sklaven dürfen eine Zeit lang Herren spielen und die Herren begeben sich in eine Pseudo-Sklavenrolle. Also das Auflösen von Regeln, das oben und unten kehren, ganz starkes Thema. Bestimmt auch jetzt dadurch wieder große Konjunktion in Wassermann, denn der Wassermann hinterfragt ja auch ständig den Löwen, den wir als eine Art Herrscher im Horoskop wahrnehmen können. Der Wassermann hingegen ist eher der Clown, der Hofnarr. Und der Hofnarr, der bekommt jetzt gerade viel Freiraum zum Spielen, aber auch dank Saturn Substanz. Es lohnt sich auch manchmal auf närrische Sachen zu hören. Ich komme zurück zum Gehängten. Ihr könnt vielleicht jetzt selbst die Verbindung relativ leicht schaffen. Der Gehängte ist die Karte, in der es verkehrt herum zugeht. Viele Menschen, die den Gehängten ziehen, drehen ihn erstmal richtig herum, weil sie das gar nicht damit klarkommen, dass der hier mit dem Kopf nach unten hängt. Im Tarot de Marseille hängt er zwischen zwei Baumstämmen, die nicht blühen. Es ist also Winterzeit. Sie sind sogar gestutzt, diese Baumstämme. Wir haben 12 Stümpfe an diesen den beiden Bäumen können wir sie erkennen. Und diese Stümpfe, 12 Stück, stehen natürlich für die Tierkreiszeichen. Hier haben wir eine Tabula Rasa-Energie. Es wird alles auf den Grund zurückgestutzt, damit es wieder wachsen kann. Und auch darüber haben wir heute gesprochen. Die Wintersonnenwende, auch wenn wir nichts aktiv tun können, ist eine Zeit, in der wir uns auf Fruchtbarkeit im Frühjahr vorbereiten. Und auch das, diese Symbolik erkennen wir hier auch. Der Mann, der hier dargestellt wird, der wird ja quasi wie ein Baum in die Erde gepflanzt, hier in diesen Freiraum. Er ist sozusagen ein Samenkorn, das ja gerade neu eingesetzt wird in die Erde. Und das Alte, was er mal repräsentiert hat, das wird wahrscheinlich immer mehr sterben. Etwas Neues wird in die Welt gesetzt werden durch diesen Reifungsprozess, den wir hier sehen. Und zum, ja, vielleicht zur Tag- und Nachtgleiche Ende März, wenn der Frühling beginnt, geht dann die Saat hoffentlich auf. Es ist eine Zeit, eine Karte, die auch gut in die Corona-Zeit passt. Wir sind gerade nicht so handlungsfähig, wie wir uns das wünschen. Also machen wir das Beste draus und nutzen die Immobilität, die uns gerade auferlegt wird, um in einer anderen Form kreativ zu sein. Auch dazu fordert uns der Gehängte auf. Ich vergleiche den Gehängten immer sehr, sehr gerne mit einem Geburtsprozess. Und da komme ich wieder zurück zur großen Konjunktion und zu all dem, was in diesem Jahr passiert ist. 9 Monate lang tragen wir im Idealfall ein Kind aus. Also wir, damit meine ich jetzt gerade mal die Frauen, das Kind. Ja, und auch wir selbst, wir können da nicht viel machen in dieser Zeit. Das Kind muss halt wachsen und dann kommt es zu dem Punkt, wo das Kind
hinausgetrieben wird aus dem Körper und es wird geboren. Und dieser Geburtsprozess, der ist weder für Mutter noch für Kind besonders leicht. Das ist sogar ziemlich anstrengend und auch gefährlich. Und ich sehe hier im Gehängten sehr oft ein Kind, das, wenn wir noch unsere Kinder in der natürlichen Geburtsstellung bekommen, nämlich in der Hocke, wie es eigentlich gedacht ist, dass sich an der Nabelschnur aus dem Mutterkörper hinaus bewegt. Aber es bewegt sich ja nicht selbst, es wird hinausgepresst. Und dann ist es aber am Leben. Das Kind im Mutterleib, das lebt nicht mehr, sondern das Neue, das Kind außerhalb des Mutterleibes lebt nun. Es ist eine Trennung vollzogen zwischen Mutter und Kind. Die Nabelschnur, die muss natürlich noch durchgeschnitten werden. Und dann kann das Kind langsam anfangen, sein eigenes Leben zu leben. Sehr langsam. Ja, und da fällt mir natürlich die Corona-Zeit ein und das Thema, dass wir vielleicht alle in dem letzten Jahr durch diesen Geburtsprozess durchgestoßen wurden und auch weiter noch werden. Wir fragen ja immer, wann hört das auf, wann wird es besser, wann wird es anders? Vielleicht wird es anders, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, eine Geburt dauert, wenn niemand eingreift, so lange, wie sie dauert. Und wir müssen uns wahrscheinlich diese Zeit auch geben und in der Hoffnung, dass dann etwas Neues geboren wird, von dem wir noch nicht wissen, was es sein wird, sollten wir das auch zulassen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht wirklich Frau Stillstand bin und sehr darüber fluche, dass ich so gehindert werde an den Dingen, die ich tun kann, tun könnte, wenn jetzt nicht diese Krise wäre. Aber je älter das Jahr wird, umso mehr merke ich, dass auch durchaus gute Sachen passiert sind. Und ich hoffe, das ist auch in eurem Leben der Fall, egal wie furchtbar dann auch wieder Schicksale sind. Ich weiß, ich höre von sehr vielen furchtbaren Geschichten. Ja, und jetzt bin ich wieder bei Corona gelandet. Wintersonnenwende, große Konjunktion, Corona, all das kann ich im Gehängten sehen. Und die gute Nachricht ist, dass der Gehängte, und jetzt habe ich leider die Karte nicht, doch ich habe sie, wahnsinnig viel mit der Welt zu tun hat. Tatsächlich, wenn man genau guckt, haben Gehängte und Welt so ziemlich die gleiche Haltung. Im Wake Deck zum Beispiel wird das noch deutlicher gemacht. Und es geht einfach darum, in eine neue Welt, in eine Auflösung alter Zustände zu kommen. Aber das geht nicht, ohne dass wir bestimmte Prozesse zulassen, die ja anstrengend sind und denen wir uns einfach ausliefern müssen. Dies meine Gedanken zur Wintersonnenwende, zur großen Konjunktion. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Vielleicht gehe ich noch mal online vor Weihnachten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht mehr klappt. Und ansonsten, ja, viel Freude. Ach, vergesst bitte nicht, bei meiner Rauhnachtsaktion dabei zu sein, die ich auf Facebook Tarotverband starte. Einmal täglich ab dem 25.12. um 10 Uhr gehe ich dort online mit einer interessanten Person und wir reden über die Rauhnächte. Wir ziehen eine Rauhnachtskarte und wir möchten natürlich auch dich dazu mobilisieren, da mitzumachen. Das ist meine Nachricht für euch da draußen und ja, habt eine gute Zeit.